Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in den Berner Alpen, genauer gesagt zwischen Lauterbrunnen und Grindelwald sowie auf dem Jungfraujoch. Los ging's früh morgens nach Wengen, später dann mit der Wengenalbahn weiter zur Kleinen Scheidegg und von da aus dann mit der Jungfraubahn hoch zum höchsten Bahnhof Europas. Nachher ging's dann mit der Seilbahn runter nach Grindelwald, wo man dann wieder auf die Berner Oberlandbahn trifft. Los geht's also in Wengen, das 4180 Käsquanten über dem Meeresspiegel liegt. Amerikaner sagen ja gerne, es gibt zwei Arten von Nationen, die einen, die das metrische System verwenden und die anderen, die auf dem Mond gelandet sind. Das Problem dabei, die Mondrakete wurde natürlich im metrischen System konstruiert. Aber das nur mal so am Rande. Frühmorgens waren die Lichtverhältnisse noch nicht besonders gut, bevor es also an den Bahnhof ging, hier erstmal die Seilbahn, die gerade hier vom Männlichen runterkommt. Und hier wieder hoch. Runter zu uns war die Gondel relativ leer, doch bei den Leuten, die nach oben wollten, herrschte dichtes Gedränge. Wie gesagt, dichtes Gedränge. Nur ein Politiker könnte da drin umfallen. Und hier sehen wir noch die Bergstation auf dem Männlichen. Auf der anderen Seite sieht man, soweit ich das beurteilen kann, die Lobhörner. Mich erinnern die Gipfel an einen klumpigen Fuß. Aber wenden wir uns jetzt mal dem Bahnhof zu. Hier kommt die Bahn von Lauterbrunnen hoch. Dort gibt es auch einen Abzweig in den Güterbereich. Da Wengen fast autofrei ist, wird dieser auch rege genutzt, leider nur nicht während ich hier filmte. In Lauterbrunnen hatte ich ein bisschen mehr Glück, wo ich diese Kreuzung zweier Güterzüge zwischen Lauterbrunnen und Wengen festhalten konnte. Laut Wikipedia kommt bei der Zahnstange das System Rickenbach zum Einsatz, wobei mir das hier eher nach dem System von Roll aussieht. Bevor jetzt der Zug kommt, weiß jemand, was dieses Signal hier am Oberleitungsmast bedeutet? Wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar darüber sehr freuen.
Interessant finde ich, dass bei der Wengernalbahn, genauso wie bei der Berner Oberlandbahn, der Zugschluss durch ein weißes Licht gekennzeichnet ist. Und jetzt auf die Weiche achten. Weniger als eine Minute später kommt im Zugfolgebetrieb die nächste Bahn. Der Pano 150 von vorhin macht hier Kopf und fährt wieder hoch, während die Doppeltraktion von gerade eben dann weiter nach unten nach Lauterbrunnen fährt. Unterdessen auf der anderen Seite. Bedingt durch das hohe Fahrgastaufkommen muss die Bahn weit nach vorne fahren, damit die Aussteiger zügig den Bahnsteig räumen können. Wirklich Hammer, wie viele Leute doch in so einen Zug reinpassen. Alles unter Dach und Fach. Von Wengen aus hat man einen Ausblick über das Lauterbrunnental. Dort hinten liegt übrigens Mürren. Wie Wengen auch ist diese kleine Ortschaft weitgehend autofrei. Von Lauterbrunnen aus kann man mit der Seilbahn zur Krütschalp hochfahren. Dort steigt man um und fährt mit der Mürrenbahn nach Mürren. Und so sieht die Station Krütschalp aus.
Die Fahrt mit der Mürrenbahn und dann auch noch weiter aufs Schildhorn hoch zeige ich dann in der nächsten Folge. Etwas weiter unten gibt es einen schönen Ausblick auf das Lauterbrunnental. Nachdem die Sonne dort ein paar Strahlen reingeschickt hat, musste ich dort am Bahnhof natürlich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Hier die Ausfahrt von Wengwald. Hier noch ein kurzer Blick auf Lauterbrunnen. Aber eigentlich wollten wir doch hoch aufs Jungfraujoch, also sind wir hier wieder in der Gegenrichtung unterwegs. Hier die Einfahrt in Wengen aus Sicht eines Fahrgasts. Hier nochmal der Blick zurück nach Wengen. Von der Wengernalb aus sieht man den Schwarzmönch und man kann auch Birk und das Schildhorn erahnen. Und dann sind wir schon auf der kleinen Scheidegg angekommen. Vielleicht fragt man sich, warum man auf der kleinen Scheidegg umsteigen muss, wenn man von Lauterbrunnen nach Grindelwald fahren möchte. Es handelt sich um die gleiche Spurweite, auch das Stromsystem ist identisch. Ja, sogar die Fahrzeuge sind gleich, mal von der Lackierung abgesehen. An einer fehlenden Verbindung liegt es jedenfalls nicht. Der Grund ist ganz einfach. Bei den Triebfahrzeugen gibt es immer eine Berg- und Talseite. So befindet sich zum Beispiel der Antrieb immer auf der Talseite. Auch die Neigung der Sitze soll an die Steigung angepasst sein. Damit trotzdem Fahrzeuge zwischen beiden Teilstrecken ausgetauscht werden können, gibt es hier ein Gleisdreieck in einem Tunnel. Ich Hirni habe das natürlich nicht explizit gefilmt, aber hier in der Zeitlupe kann man es sehen. Hier ist der Abzweig Richtung Grindelwald. Hier geht's in den Tunnel rein. Und hier ist der Tunnel von der anderen Seite. Stumm brandig auf eigene Gletscher. Das ist
Das hier ist der Bahnhof der Jungfraubahn. Und hier kommt auch schon unser Zug. Diese BDHE 48 Triebwagen werden übrigens mit Drehstrom betrieben. Deswegen gibt es hier eine zweipolige Oberleitung. Man erkennt es auch schön an den Stromabnehmern, von denen übrigens an jedem Doppeltriebwagen drei Paare gehoben sind. Triebfahrzeuge, die mit Drehstrom angetrieben sind, sind ja nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt nur noch 4 Bahnen weltweit, die auch mit Drehstrom gespeist werden. Hier der Blick runter zur Talstation und man sieht auch den Tunnel vom Gleisdreieck der Wingernalbbahn. Im Bahnhof Ankergletscher wird umgestiegen, warum kann ich allerdings nicht sagen. Jedenfalls verläuft ab hier die Fahrt bis aufs Jungfraujoch hoch, komplett im Berg. Zwischendurch hält der Zug im Bahnhof Eismeer. Dort wurden Stollen geschlagen, sodass man aus dem Berg hinausschauen kann. Hier hat man Aussicht auf den Grindelwald-Fielscher Gletscher. Und in etwa 8,5 Kilometern Entfernung das Schreckhorn. Auf die Mittellegi-Hütte bringen mich keine 10 Pferde, was nicht nur daran liegt, dass dort gar keine Pferde hochkommen. Und es geht weiter nach oben. Und zack, Endstation. Hier befindet sich nicht nur Europas höchster Bahnhof, sondern auch Europas höchstes Stellwerk. Das Jungfraujoch liegt zwischen Mönch und der Jungfrau. Etwas darunter liegt die gleichnamige Bergstation. Im Berg befinden sich, wie mir scheint, kilometerlange Gänge und ein Hochgeschwindigkeitsaufzug, der hinauf zum Pfingst-Observatorium führt. Von dort hat man eine wunderbare Aussicht. Hier sieht man nach Interlaken.
Und das hier dürfte der Mönch sein. Richtung Südosten hat man einen Blick auf einen Teil des großen Aletschgletschers, nämlich den Jungfraufjorden. Und natürlich die Jungfrau. Wie gesagt, der Berg ist mit Gängen durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Sogar eine kleine, sagen wir, Modelleisenbahn gibt's dort. Und dann noch der Eispalast. Vorsicht, rutschig. So, dann aber mal zurück zum Bahnhof. Mit dem Eiger-Express ging es dann runter nach Grindelwald, eine Umlaufseilbahn zwischen dem Bahnhof Eigergletscher und Grindelwald Terminal. Von dieser hat man eine wunderbare Aussicht, unter anderem auch auf die Wengernalbbahn. Im Grindelwald Terminal entspringen zwei Seilbahnen, doch die Berner Oberlandbahn hat hier nur ein einziges Gleis. Wenn man aus Deutschland kommt, könnte man meinen, dass das Signal mit dem E das Ende einer Langsamfahrstelle kennzeichnet.
aber das stimmt nicht. Sondern bei diesem Signal befindet sich das Ende der Zahnstange. Dementsprechend steht auf der anderen Seite ein A, was, man möge es kaum glauben, den Anfang der Zahnstange kennzeichnet. Und wie der Triebzug jetzt auf eine Zahnstange drauf fährt, das schauen wir uns jetzt hier mal an. Die Einfahrt in die Zahnstange muss natürlich mit sehr stark verminderter Geschwindigkeit erfolgen. In der Regel sind es maximal 10 km/h, ob das hier ebenso der Fall ist, vermag ich leider nicht zu sagen. Mit diesem Zug bin ich dann zum Bahnhof Grindelwald gefahren, wo ich mich dann auch noch ein bisschen umgesehen habe. Hier geht's erstmal runter nach Grindelwald-Grund und von dort aus wieder dann hoch zur kleinen Scheidegg. Hier kommt die Wengernalbahn von der kleinen Scheidegg herunter. Oben kann man gerade noch so erkennen, wie der zweigleisige Abschnitt nordöstlich von Brandegg endet. Der Rest bis Grindelwaldgrund ist dann wieder eingleisig. Der ganze Take hier dauert ungefähr 5 Minuten. Ich habe das Ganze mal ein bisschen zusammengeschnitten. Wer das Ganze komplett sehen möchte, am Ende vom Video stelle ich dann nochmal die kompletten 5 Minuten hinten dran.
Und damit neigt sich mein kleiner Ausflug schon wieder dem Ende zu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie versprochen, hier jetzt nochmal die kompletten 5 Minuten der Wengernalbbahn im Anflug auf Grindelwald. Und das war's jetzt endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.